Ja, wieder ein Kind tot gefahren. Es sind ein paar Sachen, die ich nebendran, nur 8 Jahre geworden. Wir sind natürlich in einem Land, wo man kein Kind sein darf und kein Mann. Ne? Aber denkt man nicht, dass es die Bundesräte und all diese Politiker etwas interessiert. Weil Kinder haben keine Rechte, ne? Das wissen wir aus der Schweizer Tradition von Verdingkinder und so weiter. Nur das Geld hat die Rechte. Es gibt andere fortgeschrittenere Länder, so wie Belgien und Dänemark und Holland und so. Und vor allem Deutschland auch, wo es überall gibt es Velowege und so, abgeschirmt für Kinder. In der Schweiz gibt es das absolut nicht. Man kann seine Kinder nicht hier ruhig auf dem Velo fahren lassen. Nur das Geld hat die Rechte. Und was auch noch schlimm ist, wenn ein Ausländer das gemacht hätte, dann sieht man mit großen Buchstaben, Ausländer hat das Kind totgefahren, Ausländer hat es wieder gemacht. Wenn es ein Schweizer ist, dann sieht man nichts. Kein Wort darüber, dass es ein Schweizer ist. Das versteckt man immer wieder. Also da war kein Wort darüber, über die Nationalität, also kann man wissen, das sind 2 Schweizer gewesen. Mal wieder. Ne? So geht es in der Schweiz. Keine Rechte für Kinder. Ja, nur die Hexen, die Politiker, die Reichen, das Geld, die Drogen. Nur diese haben Rechte. Es ist schlimm. Ein schlimmes Land. Und jetzt machen sie ganz heuchlerisch, wenn es passiert ist und zu spät ist, wir machen mehr Kontrolle. Ja, da sieht die Polizei wieder einen Weg, um sich ein bisschen Taschengeld zu machen. Auf den Tod eines Kindes. So ist die Schweiz, ja. Das ist die Schweiz. Ein Land der Heuchler, wo Kinder keine Rechte haben. Ja, denk mal an die lange Verdingkinder-Tradition. Nicht mal ein Wort der Entschuldigung, nichts.